überquerte ich den Rio Grande. Nun, das ist wirklich ein verrückter Fluss. Der fließt so vor sich hin und ändert seinen Kurs und bringt alle Landkarten durcheinander. Da gibt es ein altes Schild an der Grenze, auf dem steht Wilder Fluss. Vernünftige Menschen. Nur um die Leute daran zu erinnern, philosophisch zu sein darüber, wie oft der Fluss sein Bett und wie oft Besitz Hände wechselt und Mexiko, Amerika und Amerika, Mexiko wird. Aber das Schild, das eigentlich hier stehen sollte, ist ein altes mexikanisches Sprichwort. Und das no.
älteste Satz, den ein Mensch sagen konnte, der: Ich bin ein Bürger Roms. Heute ist der stolzeste Satz, den jemand in der freien Welt sagen kann: Ich bin ein Berliner. I appreciate my interpreter translating my German. Ich habe Jack Kennedy immer gemocht. Ich schrieb ihm 1969, als er in Wisconsin für die Primaries Wahlkampf machte. Es war ein recht langer Brief, in dem stand: Ich bewundere wirklich die Art, wie Sie Ihren Wahlkampf durchführen. Und ich bewerbe mich um die Präsidentschaft in meinem Studentenparlament und frage mich, ob Sie mir einen Rat geben könnten. Und er antwortete, ein langer Brief mit vielen Tipps wie: Häng Poster und Flugblätter auf, mach sicher, dass jeder in der Schule deinen Namen kennt. Außerdem sehr wichtig, dass du herausfindest, was die Studenten wollen und dass du ihnen dieses versprichst. Etwas später schrieb ich ihm zurück: Danke für Ihren ausgezeichneten Rat. Ich habe die Wahl gewonnen und beste Wünsche für Ihren eigenen Wahlkampf. Was für eine Göre. Und dann tat er etwas Wundervolles. Er schickte mir ein Telegramm, in dem stand: Herzlichen Glückwunsch, gute Arbeit, und ein Dutzend rote Rosen. Natürlich machte das die Titelseite der Glenellen Nachrichten. Ein glückliches Mädchen erhält Rosen von Jack Kennedy. Und das wiederum bestätigte eine Menge für all die Frauen, die für ihn schwärmten. Und natürlich waren es die Frauen, die in dieser Wahl den Ausschlag